Hi, heute Ring Elite Talk, heute wieder aus Paraguay. Ich bin ja in Paraguay gelandet und habe euch ja versprochen, dass ich einen richtig geilen Interviewpartner an Land ziehe. Und es freut mich ganz ehrlich, dass ich ihn bekommen habe. Es hat ganz, ganz lang gedauert. Er ist in der Vorbereitung für einen internationalen deutschen Meisterschaftskampf im Superweltergewicht. Und zwar ist es kein geringerer wie Jan Meiser. Freut mich ganz besonders. Er war früher schon Juniorenweltmeister bei der IBF, WBO, GBC und war auch deutscher Meister. Ein ganz, ganz starker Mann gewesen. Er hat eine lange Pause hinter sich, 6 Jahre. Er hat jetzt hat mal einen Aufbaukampf gemacht und durch seine Aufbaukampf hat er gesagt, nee, ich bin jetzt bereit. Ich mache das nicht wie alle anderen, diese Pipi-Kämpfe, ich tue es jetzt heute mal dezent ausdrücken. Und er gibt sich keinem anderen wie Ayrok Marodjan ist ein ganz, ganz toller Boxer gewesen, auch sehr Weltmeisterschaften geboxt, Bundesliga, ganz, ganz, ich glaube sogar, der hat auf der Olympiade geboxt. Ein ganz, ganz starker Mann ist es und finde ich eine ganz, ganz tolle Paarung in Deutschland, dass man jetzt mal sowas macht. Zumal Jan jetzt hat wirklich sich sehr, sehr gut fokussiert hat auf diesen Kampf. Sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich frage dich jetzt mal ganz einfach, Jan, sag mir Ja. mal ein klein wenig von deiner Amateurlaufbahn. Muss nicht lang sein, wie du zu den Profis gekommen bist, wie wir uns kennengelernt haben, wo oder so. Kannst du alles mal rauspicken? Ich unterbreche dich dann zwischendurch. Ja, also ja, meine Amateurkarriere war nicht allzu lang, hatte 35 Kämpfe, davon hatte ich 32 Siege, war mehrfacher Berliner Meister, ein-, zweimal deutscher Meister gewesen, mehrere Gesundbrunnen-Turniere, Siege und alles drum und dran. Dann bin ich zu den Profis gegangen, wo ich 18, 19 war. Da in der Zeit haben wir uns auch mal kennengelernt. Da hat es alles angefangen. Mit den allen in Hamburg haben wir uns kennengelernt. So hat es Ja, alles angefangen. richtig. Mit Antonio Genau. Hoffmann warst du da. Ja, Und genau. haben Du bei Kollegs uns unter Vertrag, ne? genau bei Pollex. Da hat es Ja. alles angefangen mit Pollex. Ja. Und war eine schöne Laufbahn mit Pollex. Ja, und dann habe ich gleich mit meinem sechsten Kampf meine deutsche Meisterschaft geboxt, meinen ersten 10 Runden. Ja, den habe ich gegen Pedro de Alessio geboxt. Ein sehr harter Bursche. Ja, ich kenne den, Ja, ne? ein sehr harter. Ja. Den habe ich mit Punkten gewonnen. Gleich hinterher, nach der deutschen Meisterschaft, habe ich noch einen Aufbaukampf gemacht. Danach habe ich gleich die Juniorenweltmeisterschaft gegen Ferenc Albert geboxt. Auch ein guter Boxer. Da Ja, habe ich den guter Boxer. IBF-Titel Ja. geholt. Und dann hatte ich noch zwei, drei Aufbaukämpfe und dann habe ich mir den BWO geholt. Ja, Gegen Peter Orlik, auch in Hamburg, habe ich ihn ja. geholt. Dann habe ich ihn gegen Schabold verteidigt Ja. in Maritim Hotel. Ja, und dann ging es ja nach England. Ja, mit einer nicht so guten Vorbereitung, nicht so wie geplant ist, alles gelaufen ist, Ja. kam vieles dazwischen mit Trainer und alles drum und dran. Mein Trainer durfte dann zum Flug nicht antreten, weil er Lungenkrebs hatte, der Detlef Kump, der jetzt verstorben ist. Ja. Und ja, da habe ich meine erste Niederlage kassiert. Und ja, dann kam der Bruch mit Follex. Alles drum und dran. Und dann war ich erstmal zu Hause, habe für mich alleine trainiert. Und ja, ich dachte mir, das kann nicht das Ende sein. Das kann auf jeden Fall nicht das Ende sein. Dann habe ich Ugo kennengelernt und Adnan Özuban, der jetzt mein Trainer ist. Und die haben mich wieder in Form gebracht, haben mir Tipps und Tricks gegeben, dass es alles noch nicht zu spät ist. Ja, und so bin ich wieder da. Habe einen Aufbaukampf gemacht und will mich jetzt wieder mit dem Besten messen. Jan, ich finde das ganz, ganz große Klasse. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe dich ja verfolgt. Du warst ja ein richtig sehr, sehr starker, solider Boxer. Ja, es wäre auch damals beinahe zum Kampf gekommen, Antonio Hoffmann gegen Ja, dich. genau. Da gab's ja, das wäre mit Sicherheit ein Hammerkampf gewesen. Und aber wie manchmal so ist, funktioniert halt nicht. Du hast halt einen stärkeren Weg gewählt und hast auch die Möglichkeit bekommen, durch Pollex eine ganz, ganz gute Karriere hinzulegen. Das muss man ganz einfach sagen.
Und natürlich ist es beim Boxen passieren immer andere Dinge, die im Leben, mit denen man nie rechnet. Das Leben ist nicht ein Spiel. Das muss ich dir sagen. Da spreche ich aus Erfahrung. Ja, ich habe auch ein bisschen geboxt. Ich war jahrelang Amateur, bisschen Profi auch und alles gemacht. Ich kenne mich sehr, sehr gut aus. Ich bin jetzt hier so mittlerweile auf diesem Trip, Leute mal ein bisschen mit Interviews zu führen, den deutschen Boxsport mal wieder mal ein klarendes Denken zu geben, warum man solche Kämpfe nicht macht, die du jetzt machst. So, dann boxen wirklich keine Busfahrer. Jetzt sage ich mal, du hast zwar eine ganz, ganz harte Vorbereitung, auch nicht die Zeit. Mahutjan ist drin und dafür finde ich, dass du richtig fette Eier hast. Wenn du verlieren solltest, dann ist das kein, ist das keine, ist das kein Weltuntergang, weil ich sag dir, Kämpfe, kämpfen, man ist ein Mann und man kämpft. Und ich finde das eine richtig, richtig große Klasse von dir, solchen Kampf zu machen, weil solche Kämpfe fehlen in Deutschland. Weißt du, nicht immer diese 0,22. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du einen richtig geilen Kampf, ich hab's dir gesagt, dass du einen geilen Kampf hinlegst, weil ich Das wird ein sage geiler dir, Kampf. der ist kein, du bist kein Leichtgewichtler, den er boxt, Nee. ja? Also man muss es mal wirklich so sagen. Du kannst boxen, wenn du Ja. schön eng reingehst und ich habe dir auch ein paar Tipps, ich sehe das ja auch, deine Leute haben auch so. Ich bin, finde es richtig gut, dass ein Junge, der nach so langer Zeit sagt, ey du, ich stelle mich doch da nicht irgendwelchen Toten hin und box diese Toten weg und dann lasse ich mich feiern und heb die Arme. Nein, finde ich richtig geil. Mal eine kurze Frage nochmal. Wie läuft denn jetzt momentan gerade so deine Vorbereitung? Wie lang bist du? Was habt ihr speziell trainiert? Also ich bin jeden Tag laufen, jeden Tag zweimal beim Training gewesen, früh um 10 und nachts um 21 Uhr, um 0 Uhr, 0 Uhr bis 1 Uhr bin ich immer zu Hause erst gewesen. Ja, so war die Vorbereitung. Frühs habe ich immer Kraftausdauer gemacht, abends dann zum Sparring. Mehrere Leute waren da gewesen, Ibo El-Sein war da, wer war denn noch da? Noch ein paar andere, ein paar Amateure. Bei Eintracht war ich noch. Ja, da gibt es auch ein paar gute Amateure. Und ja, so war das alles. Wir haben viel Kraftausdauer gemacht, viel Kondition. Also ich sag mal so, kennst ja diesen bestimmten Sprichwort, Kondition steht Klasse. Sí, amigo. Das ist das, das ist das. Das ist der Genau. Schlüssel zum Erfolg. Genau, also Disziplin und ja. Hab viel Techniktraining gemacht, viel mich bewegt, auf den Beinen, hinten raus. Und ich glaube, die letzten Runden sind die entscheidenden Runden bei diesem Kampf. Weil, so wie ich seine Kämpfe gesehen habe, er ist ein guter Boxer, ist keine Frage, ja. Seine Amateurkarriere wunderbar gewesen. War ein sehr guter Boxer, ist auch ein sehr guter Boxer. Und ich glaube, hinten raus wird halt das gezeigt, wer jetzt mehr trainiert hat und wer das Kämpferherz hat. Ja. Wenn da kein anderer Schlag kommt. Ich habe ja viel Technik trainiert, schön auf meine Leber geachtet. Das ist ja sein Lieblingsschlag. Ja. Ja. Immer liegen Und lassen, die Hand immer liegen lassen, Hand immer liegen lassen. Ja, wenn du genau. legst, immer liegen lassen. Ja, hier schlägt Genau, liegen lassen. genau, Erst genau. schlagen, wenn er geschlagen hat. Weißt du, immer Genau. liegen Genau, lassen. die Das. ganze Nacht schon. Ja. Also. Genau. Ich finde das wirklich ganz, ganz tolle Klasse. Ich freue mich auch auf den Kampf. Vielleicht kann ich ihn irgendwie kommentieren. Das würde mich freuen, wenn er öffentlich wäre. Ich glaube, die haben das. Ja, Wolltest es gibt sogar zwei Livestreams. du? Ja, genau. Habe Genau, ich mich. die werde ich dir dann rüber schicken. Kannst du ja dann angucken und dann auch berichten darüber. Würde mich Genau. auch freuen. Ich habe die Fightcard gesehen. Ich habe den sechsten Kampf nach der Pause. Ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf oder nicht. Jetzt wissen Ja. wir's. Den sechsten Jetzt Kampf, wissen wir es, den sechsten ja. Kampf, Aber nochmal, den zweiten oder den sechsten Kampf nach der Pause? den sechsten Kampf, den ersten nach der Pause. Ja. Ja, da habe ich den Kampf. Das ist ja der erste Hauptkampf, so gesagt. Es gibt ja vier Hauptkämpfe. Der Felix Landberg macht den Oberhauptkampf. Der Nina Meinke Ja. ist dabei. Nina Meinke ist dabei. Der Zackenhuber. Ja, ich Und weiß. ja, Und und du? ich.
deine Das ist Wenigkeit. genau, das ist Ja, die also ich Hauptsache. bin, ja, ich möchte ja nicht so auf die anderen so eingehen, weil du Nee, bist ja nee. heute stehst im Fokus. Genau. Felix Langberg finde ich ein guter Junge. Tut sich Ja. boxerisch gefällt er, mir gut. Ob es ganz nach oben hin, weiß ich nicht. Kann ich nicht Ja. sagen. Ja. Meinke finde ich natürlich eine gute Nummer. Mit Huste, ein absolut geilen Southpaw-Trainer. Wirklich richtig gute Nummer, machen ihre Arbeit hervorragend. Zachenhuber hat einen guten Trainer, Conny Mittermeier. Ja. Meiner hat ja auch mal gegen ihn geboxt, aber das steht ja da auf der WBO. Will ich da gar nicht jetzt eingehen drauf. Du stehst Okay. im Fokus heute. Ich Genau. wünsche dir natürlich den größtmöglichen Erfolg. Du, Boxen, du glaub mir, wenn du stabil bist, hat der ein Problem. Da bin ich Ja. felsenfest überzeugt. Ich mag jetzt halt ihn nicht denunzieren oder sagen, irgendwie so in der Art parteiisch sein. Ich Nee, habe mich klar, aber natürlich. er muss ja auch erstmal so eine Liga geboxt haben. Also ich bin ja auch kein 0815 Boxer. Ich habe schon meine mehreren 100 Runden geboxt und ein paar Runden, 10 Runden gemacht. Ja. Ja, den muss man ja auch erstmal schaffen. Zehn. Ja, 10 Runden ist nicht ohne. Ja, und nach hinten raus. Weißt du, was die schwersten Runden sind? Das weißt du. Das ist die vierte Runde, die siebte Genau. Runde und dann kommt normalerweise die elfte Runde. Aber die zehnte, die ist ja dann fokussiert. Da wird nochmal gehauen. Das sind ja diese Genau. Sachen, ja. Ich habe Genau, auch das nie müssen ein wir sagen, Zehn dass man Runde gemacht. machen kann. Genau. Ich habe nie ein Zehn Runde, ich habe aber schon acht Runde gemacht. Aber im Sparring bin ich auch 10, 12 Runden als gegangen. Da bin Ja. ich auch bei meiner Vorbereitung. Ich hätte ja mal den Sammy Musa boxen sollen, da bei der GBA Deutsche Meisterschaft, habe ich mir aber Schulter ausgekugelt. Ich habe da auch trainiert, aber habe natürlich nie einen Kampf gemacht. Aber ich kenne mich aus und ich weiß, wo der Hund begraben ist. Und ich sage dir, ich gebe dir da auch eine realistische Chance, weil ich glaube, er geht ein wenig unterschätzt in die ganze Sache rein. Ja, das glaube ich auch. Er denkt sich Wenn auch, du 6 Jahre Pause. deine Schippen am Kinn hast, diese Schippen hier am Kinn und machst stabil, dann feuert der sich aus und dann, bin ja nicht Partei, aber ich mag dich von deinem Stil. Ich hab das ja auch jahrelang verfolgt. Man hat ja auch immer so ein bisschen und ich finde das eine richtig geile Nummer, dass du sowas durchziehst in der Art und Weise und nicht diese anderen Schrottkämpfe. Da kann ich gar nicht mehr drauf. Deswegen bin ich auch ein harter. Viele sagen, oh, ja, aber ich habe Ahnung. Mir kann einer erzählen, was er will. Ich habe Ahnung. Viele machen YouTube-Videos, haben aber keine Ahnung. Ja, die kommen dahin, haben mal 2 Jahre Handschuhe an. Ich weiß, wo der Hund begraben ist. Und deswegen finde ich ganz, ganz toll, Nee, dass du klar. hier so eine Nummer durchziehst. Findest du nicht? Findest du nicht? Und Aber das ist geil. natürlich hätte er den Kampf nicht angenommen, ohne eine Chance zu sehen. Ich sehe ja die Chance, deswegen habe ich auch den Kampf angenommen. Weißt du? Ich bin ja nicht einfach so drauf gekommen, ja? Die haben es mir angeboten, ich habe es mir angeboten. Ich dachte mir, der ist machbar. Es ist machbar. Jeder Nee. Gegner ist machbar, ja? Und ich bin auch keiner von irgendjemandem gerade, der jetzt irgendwie von hinten gekommen ist als Busfahrer. Ja, genau. Ja, Sehe ich ich habe auch auch. genauso trainiert wie er. Okay, er Ja. hatte eine größere Amateurkarriere und alles drum und dran. Aber Amateur und Profis, da unterscheidet sich ein bisschen was. Ich sag dir auch, was sich da großartig jetzt unterscheidet. Da hörst du mal zu auf einen erfahrenen Menschen. Ja. Denn der hat viele, viele Amateurkämpfe gemacht. Der kann auch verbrannt sein. Muss nicht sein, kann sein. Er hat ja Ja. auch die richtigen guten Gegner, hat er ja auch jetzt nicht gehabt, ja, und hat auch nach hinten. Es wird sich nach hinten, ich glaube, euer Kampf wird sich nach hinten raus, wird er sich entscheiden, der wird nach Ja. hinten raus sich entscheiden. Du musst halt Ja. stabil bleiben, musst Druck aufbauen, du musst ihn in die Rückenlage bringen, dass er nicht boxen kann. Du musst ihn Ja. erstmal, was du mit einem Ich würde den Kampf kaputt machen, dass er total nervös wird. Ich wäre da ganz anders. Ich würde sagen, hau du mal, zieh die eine drüber. Aber wie gesagt, fette, fette Überraschung für mich. Das freut mich, dass ich dich als Interviewpartner habe. Ich habe jetzt halt auch Ich schon ein danke paar dir. geile. Bei dir wollte ich wollte dich vorher haben. Ich habe noch ein paar anderen, aber ich wollte dich, weil Fokus steht ja 24.06. jetzt in Ja. Rostock, Rostock Box. Und dann dachte ich, nee, das ist jetzt mal eine richtig geile Nummer, ihn so schön zu präsentieren, dass man sieht, dass es auch noch Männer gibt, die sich den Tatsachen stellen. Ja, gibt's leider Gesagt, nicht ja. mehr viele, oder? Da. Und das freut mich, weil du auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl bist und auch boxen Danke. kannst, ja. Und ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, die Nummer schiebst du.
bin dabei, ich gucke es mir an. Vielleicht tue ich ihn auch live kommentieren. Ich muss gucken, wie ich das hier irgendwie auf die Reihe Okay. kriege. Ja, für mich ist es hier ein bisschen schwerer wie in Deutschland. Ich war jetzt in Deutschland Ja. 14 Tage krank. Dann konnte ich nicht so die Interviews führen. Ich bin hier, ich bin wieder in meinem Land. Ich fühle mich wohl. Es ist ganz, ganz toll. Vielleicht hast du irgendwann mal die Möglichkeit, wenn du eine Vorbereitung machst, kommst du hierher. Würde mich Klar. freuen. Hier ist Würde mich alles auch ganz. gerne freuen, natürlich, klar, kann man auf jeden Fall drüber reden. Ich will auch Ja. gerne irgendwelche Vorbereitungen eigentlich immer hier weg aus Deutschland. Das ist immer weg von der eigenen Hauptstadt weg zu sein. Du bist nicht abgelenkt und alles drum und dran. Es ist immer besser, ja. Dieses Mal hat es auch alles finanziell alles einfach nicht gepasst. Ja. Mit Sponsoren und alles drum und dran. Aber ich bin jetzt gut dabei. Viele Leute sind jetzt auch zu mir gekommen, die mich unterstützen, die mir wieder dabei helfen. Und viele das sehen. Und so wie du sagtest, nach 6 Jahren so ein Comeback zu machen und mit so einem Gegner, alle sind fassungslos. Phänomenal. Warum? Phänomenal. Ja. Absolut phänomenal. Du Ja, alle kannst sind aber jetzt. jetzt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, sag doch Ja. mal, wenn du irgendwelche Sponsoren hast, hau doch mal einen raus, wer dich hier so ein bisschen fördert. Es gibt die GfK Solarmeisterei, die mich sponsort, WaterWee und Amok ist eine Eventmanagement. Und dann gibt es noch einen Eventmanager, der mich sponsort. Die sind gerade hinter mir und unterstützen mich, dass ich nicht arbeiten muss und die ganze Zeit zum Training gehen kann. Das finde ich ganz, ganz toll, dass es noch Firmen gibt, die auch mal Leuten die Möglichkeit. Du bist ja keine Eintagsfliege gewesen, das muss man auch Nee. mal ganz einfach sagen, ja. Du hast ja da ganz, ganz hart gearbeitet über Jahre mit Pollex. Der Pollex hat nur profitiert von dir und umgekehrt ganz genauso. Das sage ich beim Vincent Feigenputz, hat profitiert von Rainer Gottwald. Gottwald hat profitiert von Vincent Feigenputz. Es ist immer ein Partizipieren, jeder Teil hat Teil von jedem, ja. Sage dir ganz einfach, wir haben ein ganz, ganz tolles Interview geführt. Ich freue Ja. mich. Wenn du noch was sagen willst, sag's, gib mir, hau einen raus, sag was. Muss ich sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich da sein durfte, dass ich wieder kämpfen darf, dass ich wieder in den Ring steigen darf, dass ich viel Unterstützung habe und wieder dabei sein darf. Darauf freue ich mich am meisten, ja. Klar wird die Aufregung ganz groß sein. Wieder bei so einem großen Publikum sind 5000 Leute jetzt eingeladen. Und ja. Was soll ich sagen? Ich danke dir erstmal für das Interview. Und Dann, ja. ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich ganz gefreut, so einen tollen Interviewpartner zu haben. Ich bin total stolz, das sage ich immer zu meinen, weil ich möchte mit meinem Kanal was anderes bewegen, Deutschland mal wieder in einen Boxzirkel reinzukriegen, dass man sieht, dass es Menschen gibt wie dich, die nicht wabbeln und sagen, du Herr, was ist los? Ich bin Boxer. Ja, ich boxe, ich suche mir nicht dieses ausgesuchte Personal. Ja, so, ich stell mich meiner Tatsachen. So, und das ist das, was fehlt. Jeder will einen Nullrekord, jeder will, na, das ist ja nicht schlimm, wenn man mal verliert, der andere war besser. Das Geht macht ganz gar nichts. einfach. Jeder Mensch ist schlagbar, ja. Jeder Mensch ist schlagbar, deswegen. Und wenn ich verliere, dann verliere ich, ja. Ich habe ja aber keinen Fallobst geboxt, dass ich verloren habe, ja. Ist doch, doch. Und jetzt hat noch mal was anderes. Jan, ich Ja. will auch heute nicht so lang machen. Ich Ja. bedanke mich bei dir für dein ganz tolles Interview, für deine Vorstellung, für dein, wie du gesagt hast, was du trainierst, wie ihr gerade drauf seid. Ich sehe ja, du bist voll fokussiert. Ich sehe, du bist schön drahtig, du bist gut drauf. Ich denke nur, jawohl, zeig's, komm, zeig mal die aber. Geil, jawohl, cool. Sitze. Ich sehe, du bist gut drahtig, freut mich, du bist fokussiert. Siehst du, man kann auch ein Interview führen, ein bisschen lockerer, ein bisschen. Man muss ja Spaß dran haben. Ja, genau. Und ich denke, dass du keine Probleme hast, mit dem Gewicht zu machen. Nee, ich habe mich ja schon auf die Waage gestellt, bin ja schon bei 75. Ja, siehst du, geil, siehst du schon mal. Das ist doch schon mal eine Hausnummer, verstehst du? Oh, das wird gehört. So, Jan, ich möchte das jetzt auch so ein bisschen zum Schluss bringen. Es hat mich Ja. gefreut, dich als Interviewpartner zu haben. Wie soll ich sagen? Ich finde, sowas wie dich kriegt man nicht alle Tage. Es hat mich ganz, ganz toll gefreut. Wie soll ich sagen? Es macht nicht jeder das, was du jetzt gerade in diesem Moment Danke. abziehst. Ne? Das ist ganz, ganz stolz. Ich bin auch froh, dass ich solche Interviewpartner habe, die mal aus der Versenkung kommen und sagen, du Leute, ich bin hier so und so. Ich habe Eier, ich stelle mich dieser Konfrontation.
Ich spreche jetzt ab, ich sage mein typischer Spruch und ich wünsche dir natürlich eine ganz, ganz fette Beute und dass die Leute alle mal schön den Kopf anschließend hängen lassen von der gegnerischen Mannschaft. Auch ihm wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Glück und ich bin ja jetzt halt nicht so einer, aber wir haben halt so ein bisschen, wir kennen uns so ein bisschen Ja. und ich hau einen raus jetzt, Leute. Ich möchte hier nochmal meinen PC-Service Kleimann in Independencia erwähnen, der mir zur Rat und Tat zur Seite steht. Der hat mir mein Ding hier auf die Schnelle ganz, ganz umgebaut, weil wir haben Internetprobleme in meiner Halle, wo ich das immer mache. Und er hat es kurzfristig umgebaut, dass ich mit Jan Meiser, dem mehrfachen Weltmeister, Juniorenweltmeister, ein geiles Interview führen könnte. Ich möchte hier nochmal meinen ringelite.de Shop bewerben, da kann man alles bestellen: Boxhandschuhe, Handschuhe, Boxringe, Plane, Kampfmat, egal, alles kann man bestellen. Leute, tut einfach die Glocke läuten, schreibt einen Kommentar unten drunter. Ihr seht, es gibt ganz, ganz tolle, sympathische Boxer wie Jan Meiser. Leute, die mich mögen und nicht mögen, ganz, ganz liebe Grüße aus Paraguay. Hau einen rein, viel Erfolg, Jan. Ciao, ciao. Danke.